Moin Moin und willkommen zurück hier bei Hogwarts auf meinem Kanal. So, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt hier gerade bei einer Prüfung Merlins. Ich dachte, die kann man ruhig mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Und wie man sieht, es geht um eine Kugel. Ich muss die Kugel erstmal finden. Hier gibt es gar keine Kugel. Und die machen wir mal kurz weg. So, weil man sieht, da ist eine Kugel. Und die müssen wir irgendwie ja dahin bekommen. Aber wo ist denn die Kugel hin? Und drauf irgendwie? Mein letzter Ausflug nach Lower Hogsmeade. Hatte einen Sack voller Tränke. Hab alle Regale gesehen. Da oben ist ein Lager, sehe ich gerade. Aber gehen wir gleich mal hoch zum Lager. Aber ich will einmal die Kugel finden hier. Und wenn ich schon hier bin, will ich den Scheiß auch weg. Da oben, die wird bestimmt abgehalten durch die. Okay. So, die wird garantiert da oben irgendwie aufgehalten. Das ist eine Quest. Davon mal ganz ab, aber. Rebellion. Guck mal, da kann ich bestimmt. Bombarde. Ja, warte. Da ist die Kugel. Müssen wir es da rausholen. Und das ist auch eine Quest. Das ist eine Quest beim Brunnen. Na gut. Schießen wir die erstmal runter hier. Hallo. Hallo? Aus diesem Brunnen kommt eine Stimme. Ja, machen wir auch gleich. Aber wann lassen wir die Kugel einmal da runter? So, das war's, oder? Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Gut. Nehmen wir mal mit die Merlins Prüfung. Wollte, glaube ich, gar nichts mehr dafür bekommen, aber was soll's. Gut, dann machen wir die Prüfung. Dann auch mit hier. Gehen wir zu der Quest. Könnte ja auch die letzte Nebenquest sein, die wir auch gesucht haben. Können Sie mir helfen? Ist da unten irgendjemand? Da unten? Wie bitte? Ich bin hier. Hier ist überhaupt niemand außer mir. Irgendein gedankenloser Narr hat einfach ein Stück Pergament in mich geworfen. Und es steckt fest. Könnten Sie es bitte nehmen? Ach, eine Schatzkarte, okay. Wieder Pyro, okay. Danke. Scheint eine Art Karte zu sein. Okay. Ah, danke, danke. Schon viel besser. Ich hoffe, die Karte leistet Ihnen gute Dienste. Machen wir aber was mehr Duellleistung machen. Bombarda. Ich werde nicht vergessen. Oh Mist. Was stand da? Entwaffne? Entwaffne einen. Ah, entwaffne einen Panzer. Dann bist du aufgetaucht. Wo ist der Koboldhelm, du lausiger Dieb? Hältst dich für. Einen verwandelten Gegner? Kann ich ja damit verwandeln, ne? Pass mal auf. Da brauchen wir noch einen Depulso. Expulso! Du hast Iona getötet. Eine gute Hilfe. Soll ich beeindruckt sein, dass du eine Fangrolle bist? Auf die Knie. Geht noch nicht. Hast dich ja bisher. Legioso! Du sollst schlüpfen. Das wird so. Rookwood verliere nicht so leicht. Expulsion. Idiot. Komm, entwaffne einen Panzer da spielen. Was hältst du denn von? Ah.
Oh nein, ich wollte... Ach, das wollte ich gerade machen. Ich muss kurz warten, bis er... Ich muss ihn da einmal wegholen. Hin. Schau mal nach oben. Ja, beginnt. Akki. Das war viel. Du bist ziemlich leichtfähig. Das wirst du nicht. Expulso! Confringo! Das ist doch beharrlos. Levioso! Expulso! Expulso! Potato! Duplo! Okay. Haben wir leider nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Um den Sieg zu feiern. Naja. Doch, warte mal, da drüben können wir nochmal. Kurz mal einsammeln hier. Die Truhe holen wir uns auf jeden Fall da hinten. Aber ich würde ganz gern einen so einen Typ verwandeln und dann. Und ich muss den mit dem Depot so da irgendwie verballern. Wo ist die Truhe hin? Sollte doch hier sein? Ach, da ist sie. Dieses kleine Ding? Na super. Platzwunder, okay. So, lass mal gucken. Der läuft doch hier irgendwo rum, da oben. Wieso kann ich den nicht verwandeln? So. Wer war einen verwandelten Gegner? Aber wie habe ich denn denn? Wie kann ich den denn verwandeln? War es nicht so, wie ich es gedacht habe hier? Verwandlung. Beschwört Gegenstand aus dem Nichts mit dem. Ach so, Quatsch. Das hier oben ist verwandelt. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp, Alter. Na gut, machen wir beim nächsten Mal. Gucken wir mal, wo die Schatzkarte, wo wir das finden können. Lass uns die nochmal angucken. Ich weiß nicht mehr, wie die aussieht. Und ich habe auch keine Ahnung, was sie uns sagen soll. Da. Also, wir müssen mal gucken, wo dieser Schatz ist. Also die Karte sieht ganz gut aus. Aber wo kann das sein, das Stückchen da? Also das hier ist ja die Karte. Müssen wir mal auf unsere Karte gucken, ob wir das Stückchen finden. Sieht aus wie eine alte Ruine auf jeden Fall, ne? Gucken, ob wir da was finden, was so ähnlich aussieht. Schwierig, schwierig. Das sieht nicht so aus. Das könnte, na wohl, ich weiß nicht, ob das ist, aber es könnte so ähnlich aussehen. Hier ist auch so eine Ruine, seht ihr die? Die könnte das natürlich sein, das ist natürlich Quatsch, jetzt einfach darauf gut Glück irgendwo hinzueiern. Aber ich könnte mir das gut vorstellen. Lass uns mal dahin eiern. So, gucken wir kurz auf die Karte nochmal. Das ist hier. Ich markiere das mal. Fliegen wir da hin. Ja, ich weiß es nicht, ne? Aber wir können es mal ausprobieren. Die sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus. Da waren wir auch schon mal, wie ich sehe. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Gegner gibt es hier ja nicht. Ach, guck mal, hier hätten wir ein so ein Rätsel mal gelöst. Was ihr mich erinnern könnt. Da hatten wir hier oben eine Tür aufgemacht, genau, da hinten ist sie. Da waren wir auch schon drin, aber... Gab es hier noch mehr denn? Ja, guck mal, ich muss mal auf die Karte gucken. Ist das überhaupt das? Und was stimmt da dann bei der Karte? Sieht so ähnlich aus, aber ob das ist... Also ja, das ist die... Ja, das sieht so aus wie die Ruine. Da ist ein Baum. Von der Ruine, wo wir jetzt sind, gibt es eine Brücke, die irgendwo hinführt. Habt ihr es gesehen? Also habe ich das richtig gesehen jetzt? Also hier ist die Ruine, wo wir sind, geht eine Brücke rüber und da gibt es einen Baum. Und da müssen wir wahrscheinlich einen Zauber mit Feder machen.
Okay. Gucken, ob wir die Brücke hier finden. Ich gehe mal kurz meinen Besen. Wo haben wir hier irgendwo? Da ist die Brücke. Und hier ist ein Baum. Das sieht verdammt danach aus. Was ist mit diesem Baum? Levioso! Ach Quatsch. Interessantes Versteck für einen Schatz. Ha! Wie easy war das denn? Ah, das ist easy, aber. Wow, wir haben alle Quests erfüllt, die es gibt. Das haben wir jetzt wirklich. Jetzt haben wir alle Quests. Das ist schon ziemlich cool. So, jetzt mal gucken hier auf unsere Herausforderung. Da, Aufträge 100%. Yes. Das heißt, wir haben alle Aufträge gemacht. Das ist schon mal gut. Was gibt es denn jetzt noch hier? Ja, der Kampf, der ist natürlich schwierig. Erkundung, da haben wir nicht. Erkunde die Welt und entdecke die Geheimnisse. Was muss man hier noch erkunden? Finde alle Überreste alter Magie an 12 entsprechenden Orten. Okay. Belohnung für Erscheinungsbild des Besens. Bringe 15 Ballons. Okay, ist die Balance noch. Okay, lass uns mal gucken, ob wir Landeplattform und alte Magie und so nochmal finden. Aber wir hatten ja schon die ganze alte Magie hier rausgesucht, da bin ich verkehrt. Oder muss man da längs fliegen, um die zu sehen? Das ist ja das, die Frage, ne? Da haben wir nicht, die haben doch alle alte Magieflecken schon gefunden. Zu irgendwie zu... Gibt es jetzt noch wieder neue? Da ist alte Magie noch, okay. Dann lass uns da mal hin. Okay. Da gibt es anscheinend doch noch welche. Habe ich die gar nicht alle übersehen? Habe ich die gar nicht alle gesehen, sondern übersehen. So rum. Wieder mal auf Abenteuertour? Naja. Ach Mist, die scheiß Katzen. Ich streiche mir. Ich weiß, ob es dafür auch noch irgendwann mal irgendwas gibt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Schaut, gehen wir da kurz hin. So rein können wir und... Okay, warte mal. Ich könnte ja meistens auch abfliegen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Statt hier jetzt alle... Da ist einer. Da ist noch einer. Natürlich hat man auch alles, können wir natürlich alles durch. Hier... Nennt sich das... Sich herausarbeiten und Kletterpartien machen, aber wozu, wenn man das alles abfliegen kann, ne? Hier drin ist noch einen, wissen wir. Da ist er da unten längs vielleicht. Nee, da kommt man raus, okay. Das war okay. Okay, da ist noch ein so ein Ding da in der Mitte drin. Wie kommen wir da hin? Ja, okay. Schon gesehen. Na, wo da? Das wäre gelöst. Es fehlen uns noch ein paar Zeilen fehlen uns noch. Ein paar alte Magie-Dinger. Die haben wir schon aufgemacht, okay. Hier geht's runter, wird runtergerutscht. So. Okay, lass mal gucken, ob es noch mehr gibt hier. Da vielleicht bei diesem Turm hier. Vielleicht muss man einmal rüberfliegen, damit wir das sehen. Man weiß es nicht. Da. Entschuldigung. Ach, guck mal, das ist doch ein riesen Palast da halbwegs. Revelio. Hier gibt es anscheinend auch nicht. Hätte ich es aber eben gedacht, aber hier gibt es das anscheinend nicht. Das sollte ich untersuchen.
Warum? Hier ist anscheinend nichts. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie einen Frosch im Hals. Okay, gehen wir weiter runter. Ich weiß es nicht, ich muss... Irgendwie anscheinend habe ich noch nicht alles entdeckt hier auf der Karte. Revelio. Da sind wir ein Boss. Also ein Gangster. Ich sollte vorsichtig sein. Ach warum, wir greifen direkt an. Das ist beinahe zu einfach. Was soll ich machen? Schleuder einen springenden Kommandanten, der Anhänger zu Boden. Das kriegen wir irgendwie hin. Besiege eine Gegner mit alter Magie. Das machen wir. Also wir müssen einen mit Dings besiegen, mit so einer coolen Pflanze. Warte mal, haben wir genug eingesammelt worden eigentlich, ja? So. Als ob du mich besiegen könntest. Du bist schwach. Warte mal. Die Pulse. Ja, Arresto Moment. Zeig mal, ob wir mal reingehen. Wollen wir da rein? Was wollen wir denn da? Das war ja Quatsch irgendwie, ne? Den hat lieber nochmal hier zurück. Hier war auch so ein seltener Gegner noch, ne? Oder was habe ich da gerade gesehen? Draußen. Ist weniger Nachtisch. Ich habe dich neulich mit einem Troll verwechselt. Da ist jemand. Die Pulse. Siege alle Gegner auf einen von... Na, okay. Wo war denn der Boss hier? Den habe ich doch gerade eben gesehen hier. Warte. Revelio. Ah, reicht anscheinend schon. Hatte ich wahrscheinlich schon erwischt, den Typen. Aber den haben wir auch alles irgendwie schon mal gemacht, deswegen. Aber irgendwie stimmt das hier alles noch nicht so. Da ist zwar eine Truhe, die könnte ich mir auch holen, wenn ich will. Aber will ich das überhaupt? So ein traurig wirkender Ort. Revelio. Ah, hier. Hinterhalt, okay. Hm. Aber ich muss doch irgendwie noch hier... Soll ich hier irgendwie noch so Orte finden, irgendwie? Wie? Aber wie, ne? Wir finden immer noch Orte mit alter Magie. Rüberfliegen? Wir müssen einfach fliegen, glaube ich. So, wir setzen uns mal hier so ein... Wir sind jetzt da und wir setzen uns auch mal das Ziel, wir wollen hier hinfliegen. Und dann machen wir Revelio. Revelio.
sind schon mal Ballons. Die sind schon mal nicht schlecht für uns. Die brauchen wir sowieso. Hä? Haben wir einen Ballon hinten vergessen? Na, ich weiß es nicht. War schon wieder Totenkopf gewesen. Wo ist denn der letzte? Rebellion. Da hinten. Wollen wir fliegen? Da hinten ist doch immer der Totenkopf. Den müssen wir nochmal hin. Wo ist denn der Totenkopf-Typ? Ich meine, wir haben schon alle bösen Gegner erwischt, aber. Wenn da immer noch einer ist, dann will ich den haben irgendwie. Der ist da drin, aber den hatten wir doch schon erwischt. Ah, den hatten wir schon. Ich glaube, da gibt es keine Dings mehr für. Warte mal. Herausforderung. Ich glaube, da haben wir alle. So Duellleistung, die wir hier haben. Duellierleistung. Erkundung. Ja, da ist nichts mehr. Aber wo kriegen wir denn bitte sehr... Eine Magie-Sachen her. Das nervt mich aber ein bisschen. Dieses planlose Rumfliegen, das hasse ich ja, ne? Erkundung ist ja schön und gut, aber das hier ist schon so... Das grenzt ja schon an Mobbing. Was da hinten dann? Was ist das da für ein Zeichen? Rebellion. Was kann das? Ach, das ist das Kampfding, ne? Der dunklen Künstler, das muss jetzt nicht sein. Hatten wir auch schon gemacht, aber mal ganz ab. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Aber trotzdem weiß ich nicht, wo diese anderen Sachen noch sein können. Ey, das nervt mich halt komplett. So, wir klicken mal hier drauf. Und in die Richtung. Rebellion. Also, wo kann ich denn noch alte Magie finden? Und uns fehlen ja, glaube ich, auch noch. Fehlen uns nicht auch noch Astronomietürme? Da bin ich jetzt verkehrt. Warte mal. Da. Da finden es auch noch zwei Stück von. Die wir auch noch nicht gesehen haben. Also nicht mal andersweise irgendwie gesehen haben. Ach, warte mal kurz auf der Karte. Astronomietürme, da müssen wir kurz mal bei Hogwarts reingehen. Nein. Hier. Weil ich meine, hier gab es irgendwas. Altäre. Insgesamt Hogwarts? Ah, okay, da haben wir doch alles. Ne, die haben wir alle hier, okay. Aber gibt's denn, kann man hier auf der Karte noch was anderes angucken? Hogsmeade hat wahrscheinlich keine, ne? Nee. Warte mal. Mal reingehen. Aber kann dann die Weltkarte, hat die denn noch irgendwelche? Ach, guck mal, hier können wir gucken. Guck mal. So, was fehlt uns hier? Landeplattform gibt es hier noch eine. Okay. Landung und Truhen, Handbruchseiten, Prüfung, Merlins, Ballons haben wir 3 von 5. Demigeist-Statuen haben wir fast alle.
Orte alter Magie 1-1. Hier gibt es keine Orte alter Magie. Orte alter Magie 1-1. Orte alter Magie. Orte alter Magie. Gibt es hier gar keine? Achso, Mieter haben wir auch. Landschaften gibt es ja auch noch welche. Okay. Orte alter Magie 2-2. Orte alter Magie 1-1. Okay. Hier? Orte alter Magie 3-6. Also hier in diesem Gebiet müssen wir suchen. In diesem Gebiet. Orte alter Magie gibt es auch noch einen. Und hier gibt es gar nichts. Okay, Orte alter Magie. Okay, dann lass mal hier in diesem Gebiet rein. Bitte. Da muss es sein. Da müssen wir noch Orte alter Magie finden. Gut. 3-6 haben wir da nur. Revelio. Da, guck mal, da zeigt mir auch schon euch einen. Perfekt. Sieht interessant aus. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine besondere Mann. Bombarda! Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Cool. Ja, schnell. Den Kampf zügig beenden, ging natürlich relativ flott jetzt. Raus. Wo waren die anderen? Da drüben. Das ist ganz gut, dass wir mal einen Besen alles zu machen, ne? Hier ist Dolly. Also Schaf Dolly. Drinnen bestimmt. Ah. Nervig. Okay, warte mal. Ja, da oben sehe ich das schon. Okay, hoch. Und da. Wer hier wohl gelebt hat? Komm, Frink! Das war gar nicht so schwer. Nee, war's wirklich nicht. Gut. Revelio. Kurz gucken, wo wir sind genau. Wir sind da, also wir können nochmal in diese Richtung fliegen, weil da müssen es auf jeden Fall noch ein paar Sachen geben. Da hinten ist noch ein Ort der Magie, sehe ich gerade. Den holen wir uns auch. So ein Stückchen weiter, aber was soll's. Ah, sogar zwei dahin, holen wir uns noch der dritte. Und da ist auch noch ein Astronomieturm, den holen wir uns auch. Revelio. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, pass doch mal auf. Muss ich jetzt echt da reinklettern? Ach man. Ich könnte da schön reinfliegen. Geht aber nicht. Tatsächlich hier diesen Scheiß machen. Okay, okay, ja, ist verstanden. Accio. Brigadium Leviosa. Leviosa. Alter, bleib mal gerade stehen. Mich hochkommen. Sein. Das ist wo? Oh.
Komm, trink! Hey, wie bist du denn da reingekommen? Wie kommt man denn da rein, bitte? Man kommt da hoch und dann ist da... Oh nein! Ja, los, mach da. Komm, Fringo! Ah, guck mal hier. So. Schade, dass das niemand gesehen hat. So, jetzt nur noch kurz hier. Rebellion. Wir haben noch einmal alte Magie hier um die Ecke. Da oben. Und der Astronomieturm. Also, den holen wir uns auch noch. Als erstes wahrscheinlich. Amid war bestimmt. Protego! Ach man, ist noch so ein blöder Wolf, der nicht da. Ja. Weg mit dir! Okay, das ist nicht so schwer. Mein Gott, der Rabe. Rebellion. Da. Contrinko. Schnell begrabe. Okay, mal hier. Ja, wir sind auf dem Dach auf. Ach man, muss ich echt jetzt hier runterlanden? Ach man, das ist blöd. Na gut. Tatsächlich so nicht hoch, das ist doch voll blöd. Na, dann muss ich echt hier hochlernen. Ein bisschen albern, oder? Da kann er hochspringen, aber da hinten kann er nicht hochspringen, ist noch ein bisschen merkwürdig. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. So. So, jetzt müssen wir auf die Karte gucken und mal rauszoomen. Hier haben wir jetzt alle Orte alter Magie. Es fehlt uns noch hier ein Ort alter Magie. Da fehlen uns noch, jetzt noch einer. Das ist jetzt ein Punkt dahin. Zoom mal ran. Und nehmen diese Flugroute und fliegen dann direkt außen rum. Dann können wir mich direkt gucken, ob wir den finden. Sollte ja möglich sein. Ich freue
freue mich, darin vorzukommen. Revelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Ach so, das ist ein ganzes Zelt. Naja, das mache ich jetzt nicht. Jetzt gucken wir uns das andere, was wir uns ausgedacht haben, was wir machen wollen. Da ist die alte Magie da hinten. Und da wollen wir auch hin. Magst du Schmerzen? Kenne ich nicht. Schmerzen kenne ich nicht. Revelio. Gelassen. Es können ja auch. Du kannst uns nicht alle. So. Dein Blut klebt an Ranrocks Hände. Okay, wo ist der letzte? Stimmt, hier drin. Ich komme da jetzt nicht einfach so rein. Da. Das wäre gelöst. Gut. Irgendwo gab es noch einen. Weiß nicht mehr wo. Wollen wir noch finden, pass auf. Oh ne, jetzt haben wir die abgeschlossen. Jetzt haben wir alle. Haben wir alle? Gucken wir mal rein. Haben wir alle? Ich glaube schon. So, Erkundung. Orte alter Magie. Fertig. Jetzt geht's hier noch Ballons zerplatzen lassen und Landeplattformen suchen. Handschuhe des Mannschaftskapitäns. Okay. Das könnte man aber auch noch mal über die Karte sehen, glaube ich. Landeplattform. Guck mal, wo wir jetzt gerade drin sind, in dem Bereich, gibt es Landeplattform 3 von 4. Also irgendwo muss es hier noch eine geben. Hier denn? Landeplattform 1 von 2. Hier gibt es noch Astronomie. Würde man sagen, Ort, den wir noch nicht haben. Den müssen wir uns suchen einmal. Denn diesen Altar, die nehmen wir auch noch mit, die Astronomie. Das schaffen wir auch noch heute. Die Astronomie-Dinger. Ich bin ganz sicher. Revelio. Da. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ja, kann ich die nutzen? Wo waren noch mal meine Fallen? Ach, echt, weil diese Gegner unten sind? In Hoxfield oder in Upper Hoxfield? Bombarda! So. Kann ich mich nutzen? Es ist nur Nacht. Ich dachte, es ist schon noch Nacht, aber es ist gar anscheinend nicht mehr. Na gut, dann warten wir bis zur Nacht. Dann nutzen sie nur in der Nacht, wenn es nur in der Nacht geht, ne? So. Das ist Nacht, das sieht einfach nur aus wie Nebel hier sonst was hier, aber na gut. Ich hab. Es ist doch. Ist das jetzt die Nacht hier?
Okay. Das war nicht so schwer, der Walfisch. So, haben wir auch 5 von 5. Okay, lass mal gucken. Da. Okay, Geheimnis von Hogwarts, weiß ich noch nicht. Landeplattformen und Ballonsätze. Ballons 2 von 2. Ballons 1 von 1. Ballons 2 von 2. Ballons 1 von 1. Ballons 3 von 3. Ballons gibt's hier nicht. Ballons 4 von 7. Also hier gibt es noch eigentlich was. Und hier? Ballons 6 von 6. Lass mal hier hin eiern. Gucken wir hier noch ein paar Ballons finden. Müssen wir ein bisschen hoch oben fliegen und dann einfach so ein bisschen rumgucken. Die Ballons leuchten ja auch auf, wie man sieht, ne? Ich hätte noch kurz die Karte gucken. Ja, okay, dann können wir das Ding wahrscheinlich weiter hier hinsetzen und mal es abfliegen. Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Ach, scheiß auf die Lager erstmal. Können wir später noch alle platt machen. Revelio. Hier sehe ich gerade keine Ballons. Also gibt es echt viele Merlins-Prüfungen, wo man da ja gar nichts mehr gewinnen kann, aber gibt es da echt mal arsch viele von. Revelio. Hier oben kann man eigentlich einen ganz guten Ausblick haben, um zu sehen, was man da, ob die Ballons sind oder nicht, ne? Mein Gott, das ist anstrengend. Adlerauge, sei wachsam. Wup, wup. Dieser Ort hat schon bessere. Ich nutze oft die dunklen Künste. Keine Ahnung, warum es sonst. Ja, weil es nicht so cool ist, die dunklen Künste zu suchen. Mann, Mann, Mann. Da sind Ballons. Die holen wir uns mal. 1, 2, 3. Von der Seite muss ich fliegen. Ah, 5 Stück. Da drüben habe ich auch welche gesehen, glaube ich. Revelio. Ich dachte, ich hätte da drüben auch welche gesehen. Habe ich mich wohl falsch geguckt? Hm. Bin ich überhaupt noch im richtigen Gebiet? Ja, bin ich noch. Es gibt ja noch genug Ballons. Wir können also eigentlich theoretisch mal hier nochmal hinfliegen.
und danach auf die andere Seite. Und so Gegner, wo man normalerweise nicht hinflattert. Aber wir könnten ja trotzdem Ballons sein. Ja, schaut dir das an. Gut, dass ich hingeflattert bin. Und den immer noch mit. Bam, und den unten. Und hier ist der letzte. Gut. Ich glaube, wenn wir hier waren, dann ist es garantiert. Hier drüben auch welche. Würde ich glauben jetzt. Ich fliege trotzdem über die Dächer und Welten rüber, weil ich Angst habe, dass ich irgendwann verpasse. Ich glaube, wir können uns direkt dahin flattern, ne? Dann flattern wir dahin und von da aus dahin. Ey, da muss ja noch welche sein. Also, wüsste ich jetzt nicht, wo die sonst sein könnten. Revelio. Hier sind aber keine Ballons. Mist. Hätte ich jetzt gedacht, dass hier welche sind. Muss ich zugeben. Revelio. Da ist eine Landeplattform, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die suchen wir ja auch. Wir haben trotzdem noch keine Ballons gefunden. Revelio. Schade, schade, schade. So, noch eine Landeplattform. Sie. Revelio. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Mist, ey, wo können denn die letzten Ballons sein? Revelio. Wir sind garantiert hier. Bin ich bestimmt dreimal dran vorbeigeflogen, garantiert. Karte noch mal gucken. Also ich bin jetzt hier, habe ich keine Ballons gefunden, aber ich kann noch mal hier den Punkt hinsetzen, wenn wir da nichts fördern. Kann auch gut versteckt zwischen den Wäldern sein, also in den Bäumen sein. Das weiß man natürlich nicht. Sieht nicht so aus.
Revelio. Ich scheine in Hock. Du hast doch Trackball freigelassen, oder? Das war ein großer Bruch. Ja. Descendo. So beginnt. Excelliamo. Wo sind deine Zentauren? Lazio. Hut! Mein Ohr! Excelliamo. Du hast keine Chance. Was hältst du denn von? Ja. Was kann man mehr machen hier? Okay. Dann komm mal her, wenn du noch ein paar coole Sachen hast für mich. Lass einen Soldaten wahrscheinlich schweben, um seine Expulse zu unterbrechen. Versuche es mir nicht allzu warte. Schweben lassen ist das hier, ne? Levioso oder das da? Ne, wir nehmen das hier. Nur weil du gegen Hauch überlegt hast. Expulse! So, lass deinen Soldaten anscheinend schweben, um dann echt. Ah, okay. Hier sollte ich ein Waffen an der Gegner zu machen. Ah, nee, warte. Okay, das ist ein bisschen dumm. So. Trotzdem habe ich immer noch die Ballons nicht gefunden. Aber ich glaube, nach Ballons suchen wir beim nächsten Mal weiter. Heute machen wir jetzt mal wieder Schluss, denn wir haben schon viel erreicht, einige Sachen geschafft. Und ich finde, viel mehr müssen wir heute auch nicht machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.